Wenn für die allermeisten die Lichter ausgehen, fangen sie erst richtig an. Hallo, können Sie mich hören? Na? In manchen Berufen ist die Nacht nicht zum Schlafen, sondern zum Arbeiten da. Was passiert in der Nacht und wie bleibt man trotz Müdigkeit motiviert? Nachtschicht Germany, arbeiten, damit es anderen besser geht. In Koblenz beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist an Schlaf nicht zu denken. Notfallsanitäter Nico und Kollege Flo, der noch in der Ausbildung steckt, verpassen an den Wochenenden die ein oder andere Party, um anderen zu helfen. Aber die meisten Freunde sind halt auch aus derselben Branche, ne? Rettungsdienst, Polizei. Mit den Leuten trifft man sich dann halt eher. Die kennen Schichtdienst und dementsprechend kommt man da auf einen Nenner. Die beiden müssen ja nicht jedes Wochenende arbeiten. Aber bis zu 7-mal im Monat treten der 24-Jährige und der 29-Jährige zur Nachtschicht an. Und ganz, ganz wichtig, schaut euch das mal an. Auch Superhelden müssen schlafen. Die Superhelden hier von der Wache müssen bei Tag allerdings 60 Sekunden nach Eingang des Notrufs und in der Nacht 120 Sekunden später auf der Straße sein. Man muss zack raus aus der Koje, ne? Also langsam aufstehen ist da nicht. Und da muss man auch direkt da sein, ne? In der Nachtschicht hat hier jeder ein Bett. Ja, das ist unser typischer Schlafraum. Ich hatte gestern schon eine Nacht, deswegen ist das schon bezogen. Schön mit der Sternchenbettwäsche. Florian ist im Sommer mit seiner Ausbildung fertig. Nico ist schon seit über 10 Jahren Notfallsanitäter. Der Job ist anstrengend, da sie oft in dramatische Situationen geraten. Nicht leicht für die Psyche. Man muss aber dazu sagen, dass für viele, wenn man jetzt so aus unserem Berufsalltag erzählt, viele das immer sehr, sehr dramatisch klingt. Für uns ist es ja aber unser selbstgewählter Job. 180.000 Beschäftigte und 500.000 freiwillige Helfer gibt es hierzulande beim Roten Kreuz. Beim Durchhalten in der Nacht ist der Umgang mit den Kollegen besonders wichtig. Dafür hat die Wache einen Aufenthaltsraum mit Snackautomat. Wenn nichts anderes mehr offen hat und der nächtliche Hunger kommt, greift man das schon mal zu. Mit Fernseher, Sofas und Co. wirkt es gemütlich wie in einer Teestube. Fehlt nur die Shisha. Doch zum Chillen ist eh keine Zeit. Der Alarm ruft die Retter in den Westen der Stadt. Da waren wir erst bei dem Drogenintox. Er spricht von einer Vergiftung. In stressigen Nächten werden die Retter bis zu 10-mal gerufen. Mit Blaulicht und Martinshorn geht's durch die Stadt und da heißt es wachsam sein. Blaulichtfahrzeuge sind 17-mal öfter in Unfälle verwickelt als zivile Autos. So, dann gehen wir einmal ins Auto. Die Patientin kennen Sie schon. Sie hat zum wiederholten Mal Drogen konsumiert. Ein Notarzt unterstützt die Retter bei ihrer Arbeit. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Das ist neu. Das rauchen die. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Der Notarzt ist für die medizinische Behandlung zuständig. Notfallsanitäter Nico und sein Kollege befördern die Patientin mit der gebotenen Vorsicht in die aufnehmende Klinik. Dann ist der Einsatz beendet. Das war schon ein kritischer Zustand, aber wir haben gut gemeistert, würde ich sagen. Weiter geht es in München. Hier arbeitet die 24-jährige Anna in ihrer Nachtschicht im Hotel. Als Frontdesk-Managerin sind ihre Aufgaben vielseitig. Sie betreut die Rezeption, bereitet Aufgaben für den nächsten Tag vor oder macht den Tagesabschluss. Bis zu 18.000 Schritte geht Anna jede Nacht. Das ist über 3-mal mehr als der Bundesdurchschnitt. Deutlich weniger Bewegung hat ihr Kollege Shaki, den wir in der Tiefgarage des Hotels treffen. Seine Aufgabe, die PKWs der Gäste vor deren Abreise zu reinigen. Alle Autos, was morgen Abreise sind, wir machen das vorne sauber. Und das gehört zum Service? Das gehört zum Service unserer. Und wie viele Autos sind das pro Nacht? Manchmal es kann 10 sein, manchmal 20, manchmal weniger. Seit 8 Jahren ist Shaki im Haus tätig, seit 4 Jahren als Nachtconcierge. Die Arbeit, wenn fast alle anderen schlafen, macht ihm besonders viel Spaß. Es ist entspannt und auch gut zu arbeiten. Kann man ruhig gut arbeiten. Und pennst du nicht manchmal ein, wenn nichts zu tun ist? Na, es ist immer irgendwas. Dank Nachtzuschlägen ist es für den 32-Jährigen aus Sri Lanka einfacher, sich das Leben in München zu leisten. Weiter geht es in Mannheim. Deutschlandweit arbeiten nur 4,3% der Arbeitnehmer in der Nacht. Bei den Selbstständigen sind es 3,8% und einer davon ist der 29-jährige Erkan, der mit einer Bar und einem Kiosk die Nacht zu seinem Business macht. Ich bin immer fit,
ausgeschlafener und freue mich auf den heutigen Abend. Der gelernte Gastronomiefachmann beginnt mittags um 12 und arbeitet bis morgens um 5 Uhr. Schlaf findet er also nur in den Morgenstunden. Seine rechte Hand Jamal leitet für ihn den Kiosk, der direkt an Mannheims Vergnügungsmeile liegt. Machst du uns zwei Kaffee, bitte? Vor Dienstbeginn geht es in die Bar zur Besprechung. Sollten Probleme da sein, du weißt ja, heute wird ja sehr viel los sein. Ruf direkt mal an, gib mir Bescheid. Die beiden kennen sich schon seit 8 Jahren. Auf Jamal kann sich Erkan verlassen, auch wenn der Job im Kiosk mit Risiken verbunden ist. Das ist so wie eine Bank, weil da steckt viel Geld dahinter. Es sind Zigarettenregale und wenn man da einen schon wegsteckt, dann arbeite ich umsonst. Deswegen arbeiten da nur Leute, denen ich vertraue. Jamal ist Single und kann daher, bis der Kiosk um 4 Uhr morgens schließt, arbeiten, ohne dass ihn jemand zu Hause vermisst. Bist du jetzt fit für die Schicht? Ja, definitiv. 100% dabei. Volle Motivation. Und ja, gucken, was der Tag so bringt. Okay, was die Nacht so bringt. Ja, besser gesagt. Der Kiosk liegt mitten im Mannheimer Ausgehviertel, umgeben von den angesagtesten Clubs. Servus, 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 servus. Die 19-jährige Kollegin Larissa wird heute von Jamal in die Nachtschicht eingeführt. Es ist ihr erstes Mal, dass sie um 22 Uhr noch hinterm Tresen steht. Aber Angst habe ich jetzt eher nicht. Schon ein bisschen, weil ich bin ja leider eine Frau und mit den Männern ist es ein bisschen, also ich wurde schon sehr oft ein bisschen so angemacht, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt Angst haben muss. Die Straftaten sind in Mannheim zum Glück rückläufig. 2021 sind sie um fast 18% auf gut 23.000 gesunken. Doch zum Sorgen machen hat sie keine Zeit. Es gilt, die Ware einzuräumen und auszuzeichnen, bevor der große Ansturm losgeht. Doch da hat Chef Erkan auch ein Wörtchen mitzureden. Er organisiert die Preise per Foto. So geben wir immer Erkan direkt Bescheid. Genau, also wir schicken die Bilder und dann fragen wir nach Preis und dann sagt er uns meistens die Preise. Und dann trage ich es meistens dann ein. Der Laden ist vor allem wegen seiner Lage beliebt bei Nachtschwärmern, die hier Nachschub zum Vorglühen besorgen. Wichtig ist, keinen Alkohol oder Tabak an Minderjährige abzugeben, denn die versuchen es immer wieder. Brauchst du einmal deinen Ausweis, bitte? Ja, Moment. Ich weiß nicht, ob ich Ausweis dabei habe. Ohne Ausweis kann ich das leider nicht rausgeben. So bleibt es im Zweifel bei der Limo, die junge Frau kaufen kann. Das Geschäft läuft trotzdem. Zum Beispiel, wir kommen jetzt im Kiosk, trinken vor, dann gehen wir in den Club, kommen wieder raus, holen vielleicht noch was und so. Ja, weil es hier billiger ist. Natürlich ein Argument. Die Dose Whisky-Cola zum Beispiel gibt es hier für 4,50 Euro. In Clubs kosten sie locker 8 bis 9 Euro. Trinkt ihr denn eigentlich auch zwischendurch mal ein Bier oder so? Bier jetzt nicht, aber Wasser. Ich weiß, ich bin meine... Also, ihr bleibt nüchtern während der Arbeit. Ey, muss, wäre schlimm, wenn nicht. Drin wird gearbeitet, draußen gechillt. Könntet ihr euch das auch vorstellen, nachts in so einem Kiosk zu arbeiten? Nein, vor allem als Frau nicht. Warum? Kritisch, ein bisschen Angst vor Belästigung, ne? Was sagen denn die Eltern der 19-Jährigen zu ihrem nächtlichen Minijob? Wünschen sich deine Eltern vielleicht, dass du langfristig was anderes machst, einen anderen Job machst? Also das haben sie jetzt nicht gesagt. Also die sind jetzt einverstanden, dass ich ja hier arbeite. Ich finde das halt so schön, wenn eine Frau in einen Job reingeht, wo meist eigentlich nicht eine Frau hingehört. Ordensmorgen, während alle anderen nachts feiern, ist Andrea der Mann, der für die Sicherheit sorgt. Erstmal nur Wasser trinken. Wasser? Ja, hallo. Sonst kannst du nach Hause gehen. Und im Kiosk von Erkan muss man mit allem rechnen. Aber kam schon mal die Polizei? Hat die schon mal was gesagt? Ja, vor 10 Minuten. Morgen bei TAF.